Bawang Putti und Bawang Mera. Früher lebte einmal in einem Dorf mit Namen Dadapan eine Witwe. Sie wurde Makjanda Dadapan genannt. Makjanda hatte ein leibliches Kind mit dem Namen Bawang Mera und ein Stiefkind mit dem Namen Bawang Putti. Zu den beiden Kindern verhielt sich Makjanda sehr unterschiedlich. Ihr eigenes Kind verhätschelte sie und erfüllte ihm jeden Wunsch. Aber zu ihrem Stiefkind war sie sehr roh. Alle Arbeiten mit Waschen, Kochen und Fegen lud sie Bawang Putti auf. Jeden Tag musste Bawang Putti hart arbeiten, und wenn sie nur einen Fehler machte, wurde sie gleich verprügelt. Eines Tages erhielt Bawang Putti den Auftrag zu waschen. Sie wusch die Wäsche am Fluss, und schon war ein halber Tag vergangen, als sie erst mit dem Waschen fertig wurde. Aus Unachtsamkeit, die auf ihre große Müdigkeit zurückzuführen war, hatte sie nicht bemerkt, dass eines ihrer Waschtücke verschwunden war. Es war wohl fortgetrieben worden. Als ihre Mutter entdeckte, dass ein Stück fehlte, wurde sie sehr zornig und schlug Bawang Putti mit einem Rotanrohr grün und blau. Dann befahl sie ihr, die verschwundene Jacke so lange zu suchen, bis sie sie wiedergefunden hätte. Bawang Putti machte sich auf, um die fortgeschriebene Jacke zu suchen. Den ganzen Tag über flossen ihre Tränen. Ihr Magen war sehr hungrig, denn sie hatte noch nichts zu essen bekommen. Sie ging am Ufer des Flusses entlang und folgte seiner Strömung. Jedes Mal, wenn sie einen Menschen am Fluss traf, fragte sie ihn, ob er eine Jacke habe dahin treiben sehen. An einer Stelle stieß sie schließlich auf einen Mann, der gerade sein Pferd wusch. Bawang Putti fragte ihn, »Onkel, Onkel, der ihr gerade das Pferd wascht, wisst ihr von einer weggetriebenen Jacke?« »Nein, Kind, frag doch einmal meinen Vater, der da gerade angelt«, antwortete der Onkel, der dabei war, sein Pferd zu waschen. Bawang Putti ging zur Stelle, wo der Mann gerade angelte, und sagte, »Vater, Vater, Vater, der ihr gerade angelt, wisst ihr von einer weggetriebenen Jacke?« Und der Mann antwortete, »Nein, mein Kind, frag doch einmal meine Mutter, die da unten Reis wäscht.« Taumelnd ging Bawang Putti weiter am Flussufer entlang. Ihre Müdigkeit war unsagbar. Ihre Füße waren steif. Nachdem sie recht weit gegangen war, kam sie an den Rand eines Waldes und stieß dort auf den Platz, wo die Leute Reis wuschen. Bawang Putti fragte, »Mutter, Mutter, die ihr gerade Reis wascht, wisst ihr von einer weggetriebenen Jacke?« »Oh ja, gerade vorhin habe ich eine Jacke antreiben sehen und aufgefangen«, antwortete die Frau. »Komm mit mir nicht nach Hause. Dann werde ich sie dir wiedergeben.« Bawang Putti freute sich sehr, als sie diese Antwort vernahm. Sie bat, den Korb und den großen irdenen Wasserkrug tragen zu dürfen, denn sie brachte es nicht übers Herz zu sehen, wie die alte Frau so schwere Dinge trug. Wer war die alte Frau? Nach den Worten der Leute, die um den Wald wohnten, war sie eine Dämonin und hieß Nini Buto Iyo. Als Bawang Putti zum Haus von Großmütterchen Buto Ijo gekommen war, erschrak sie sehr und bekam große Angst. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie sich im Haus einer Dämonin befand. »Hilf mir erst den Reis kochen, dann werde ich dir deine Jacke wiedergeben«, sagte Großmütterchen Buto, nachdem sie angekommen waren. Bawang Putti zeigte sich sofort bereit, den Reis zu kochen. Wie groß waren ihre Furcht und ihre Schaudern, denn die Kochgeräte waren anders als die, die man gewöhnlich im Haus benutzte. Die Kelle zum Rühren war aus einer Menschenhand gemacht. Der Schöpfer, mit dem man das Wasser holte, bestand aus einem menschlichen Schädel. Das Feuerholz? Das bestand aus Knochen, unter denen auch Menschenknochen lagen. Alle Küchengeräte ließen sie schaudern. Mit unbeschreiblichen Zittern arbeitete Bawang Putti ohne Unterlass. Sie äußerte kein einziges Wort über ihren Schrecken.
Sie arbeitete, als sei nichts seltsam an diesem Haus. Nachdem sie gekocht hatte, wie es sich gehört, fing sie an, sauber zu machen. Sie reinigte die Küchengeräte und fegte. Es wurde immer furchterregender. Auch unter der Bank stieß sie auf hingestreute Knochen. Wie sie den Tisch zum Essen deckte, fürchtete sie sich noch mehr. Das Getränk, das sie aus der Kanne goss, war kein normales Wasser, sondern Blut. Nachdem alles fertig war, trat sie Großmütterchen Butu entschlossen gegenüber und sagte: »Großmutter, alles ist in Ordnung. Ich bitte um die Erlaubnis, heimgehen zu dürfen. Auch möchte ich meine Jacke wiederbekommen.« Antwortete Nenek Buto: »Gehe vorerst nicht nach Hause. Es wird schon Abend und du sollst unterwegs nicht auf meinen Bruder stoßen. Er würde dich überfallen. Es ist besser, du übernachtest hier. Ich werde dich unter den großen Deckel verstecken.« Während der ganzen Nacht konnte Bawangputi nicht schlafen. In ihrem Herzen fürchtete sie, Butos Bruder werde sie überfallen. Als es Morgen war, hob die Großmutter den Deckel und sagte: »Jetzt geh nach Hause. Mein Bruder schläft noch. Hier ist die Jacke, die du suchst. Als Lohn für deine Hilfe gebe ich dir diesen Kürbis. Doch öffne ihn auf keinen Fall, bevor du nicht zu Hause bist.« Freudig kehrte Bawangputi zurück. Während des ganzen Weges rannte sie. Sie kam wohlbehalten zu Hause an und gab Jacke und Kürbis ihrer Mutter. Die Mutter spaltete den Kürbis und was sah sie? Kostbarkeiten aus Gold und Edelstein. Magdjanda war erstaunt und höchst erfreut. Mit einem Mal war sie reich geworden. Ihr reichte dies aber nicht und sie befahl Bawang Merah, es ebenso zu machen. Im Grunde war Bawang Merah sehr neidisch und sie brach sie auf und warf eine Jacke in den Fluss. Dann suchte sie längs des Wassers. Ihre Reise unterschied sich in nichts von der Bawangputis. Als sie dann beim Haus von Nibuto kam, entdeckte sie ebenfalls die Merkwürdigkeiten, die sie schaudern und vor Furcht zittern ließen. Sie wollte aber nicht kochen und auch nicht fegen. Nibuto wurde sehr böse und sie befahl Bawang Merah, nach Hause zu gehen. Auch ihr gab sie einen Kürbis mit. Erfreut kehrte Bawang Merah zurück. Zu Hause angekommen, öffnete sie schnell den Kürbis. Aber was sah sie? Tiere krochen heraus, Schlangen, Tausendfüßler und anderes Getier. Da lief Bawang Merah aus Furcht davon.